Die Seniorentage in Bruck an der Mur waren auch heuer wieder ein riesiger Erfolg. An zwei Tagen lud das Sozialreferat und die Stadtgemeinde Bruck Seniorinnen und Senioren zu einem gemütlichen Nachmittag in den Kulturhaus-Stadtsaal von Bruck. 2100 ältere Menschen aus unserer Stadt, 70-Jährige und Ältere, laden wir ein an diesen zwei Tagen. Und ein guter Teil kommt, also wir sind zweimal ausverkauft. Es ist schon etwas Besonderes, wenn man die Freude sieht und wenn man auch merkt, dass man etwas Gutes tut. Und sei es nur zwei Stunden Spaß und Heiterkeit. Wir sind dieser Generation sehr zu Dank verpflichtet. Wir bemühen uns im Jahresverlauf, vieles für diese älteren Menschen zu tun, für die ältere Generation. Und die Seniorentage sind ein Teil davon, wo wir eben die Menschen versuchen, vom Alltag wegzuholen, ihnen Spaß und Heiterkeit zu bieten und einfach ein paar Worte mit ihnen zu wechseln und Aufmerksamkeit zu schenken. Ich freue mich riesig. Für mich ist es eine ehrenvolle Aufgabe, als Hauptveranstalter diese Seniorentage auch abzuhalten. Und so ist es auch heuer wieder bei den 21. Seniorentagen der Stadt Bruck. Die Musik selbst erinnert ja ein bisschen an die 60er, 70er Jahre. Mit den Sandys hat man heuer eine einheimische Gruppe auch auf die Bühne geholt. Ja, nicht nur die Sandys, sie gehören dazu. Wir haben eine Ziehharmonika-Gruppe unserer Musikschule. Wir haben den Männergesangsverein 1858, das heißt gestandene Mannsbilder. Und wir haben auch Frankie, den Brucker Alleinunterhalter, auch derzeit ein Top-Künstler österreichweit und auch über die Grenzen hinaus. Und der Pauli Brattes, der normal als Wetterfrosch bekannt ist, hat hervorragende Witze und auch Heiterkeit auf Lager. Pauli Brattes ist ja bekannt für seine Sprüche. Ich hätte da einen, fliegt der Bürgermeister übers Dach, war der Wind bestimmt nicht schwach. Wie wäre das? Wie auch immer lautet, er klingt zumindest nicht schlecht. Für die Besucher gab es Schlager und Oldies von den Sandys und sie konnten den Alltag so richtig vergessen. Auch für die Zukunft ist man bestrebt, den sozialen Gedanken weiterzutragen und vor allem zu finanzieren. Ja, natürlich ist die Finanzierungssituation der Gemeinden schwierig und es dürfen nicht alle Lasten den Gemeinden aufgebürdet werden. Aber das eine muss man sagen, die Generation, die heute hier ist, die hat unsere Republik aufgebaut und wir müssen für diese Generation auch ordentlich sorgen und das ist Aufgabe nicht nur der Staat, sondern des Bundes und des Landes Steiermark. Ich glaube, man sollte es auch nicht als Belohnung für die Leute sehen, sondern eher als Ehre und Ehrung für die Leute. Ein Dankeschön an die Leute, die sich für unsere Republik wirklich verdient gemacht haben. Menschen an der Mur. Die Stadt Bruck an der Mur.